Schnitt. Wie ihr alle wisst und vielleicht erfahren habt, man trifft interessante Leute und habt ihr wahrscheinlich auch schon. Man trifft alle möglichen Leute mit allen möglichen Kostümen und Hüten und Persönlichkeiten. Er hat noch eine andere Persönlichkeit für sich entdeckt, und das ist die der Hut oder die Persönlichkeit des Geldes. Er wird uns zeigen, wie man handelt, und redet nun über Blockchain-Technologie und hilft Banken, wie sie mit Blockchain umgehen können. Jetzt zeige uns, wie man international Geld transferieren kann. Wie funktioniert das? Mark wird uns das Geld zeigen. Bitte gib ihm einen warmen Applaus. Light the fuse, put it in play. Danke, Peter, und danke euch allen, dass ich hier sein darf. Eine Sache, die du gesagt hast über Geld, Geld verschwindet aus dem Geldbeutel. Eine Menge Leute sagt, dass es landet in den Händen von Banken. Es geht hier aber nicht darum, ob Banken gut oder schlecht sind. Es geht nicht um Politik. Es geht hier um das Technische. Aber bevor ich anfange, Banken haben Departments, und die haben alle verschiedene Funktionen. Eines davon ist das Payment, also das Bezahlungsdepartment. Die machen das Verleihen von Geld, das Kaufen von Häusern und so weiter. Aber mir geht es um das Payment Department, also um die, die das Geld nehmen und zurückgeben. Also die haben ein unterschiedliches Profil. Und die sind immer sehr risikofreudig und wollen immer Risiko vermeiden, weil ja, dann verliert man halt Geld, und das will die Bank natürlich nicht. Es kann natürlich je nach Abteilung unterschiedlich sein, aber im Bezahlungsdepartment ist es immer so, soweit ich das gesehen habe. Und es ist wichtig, dass man das Konzept des Finanzmodells versteht, wenn man mit Banken kooperiert und zusammenarbeitet. Falls jemand von einem Blockchain-Startup ist, dann hilft euch das auch, wenn ihr darüber lernt. Ich werde auf die simpelste Art und Weise eine Geldüberweisung zu machen schauen. Das ist ein Book Transfer, wenn zwei Banken untereinander Geld verschieben wollen. Ich nehme hier jetzt einmal die Namen von echten Banken. Das Beispiel hier ist Bob und Alice. In diesem Finanzmodell, also jedes dieser Institutionen ist eine Bank. Eines davon ist die Deutsche Bank, und dann kannst du verschiedene Accounts in dieser Bank haben. Es gibt immer mindestens zwei, sonst gibt es sehr wenig, was du tun kannst. So ein Account sieht aus wie so eine T-Shape, also so eine T-Form. Immer wenn Geld aus dem Account rausgenommen wird, wir nennen das ein Debt, also Schulden, und das andere ist Guthaben. Hier sieht man einen Transfer von 500 Euro. Ich habe das nicht hingeschrieben, aber sagen wir mal Euro, von Alice zu Paul und zu Bob. Und dann gibt es verschiedene Sachen. Wenn man zum Beispiel alles auf der linken Seite sammelt, dann sollte es sich wieder ausgleichen. Also wenn man 500 rausnimmt, dann muss man auch woanders 500 reintun, weil man kann halt nie... Es muss ja irgendwo herkommen. Wenn es mir schwieriger macht, wir haben jetzt zwei Finanzinstitutionen, zwei verschiedene Banken, ING und ABN AMRO. Und wir wollen jetzt 500 Euro von einer Bank zur anderen transferieren. Wir können aber natürlich nicht einfach zwischen den Boxen transferieren, und da muss man halt überlegen, was man macht. Was man zum Beispiel machen könnte, ist, wenn man in ING neues Konto hat, wo man halt, was halt von der anderen Bank ist, und wo die andere Bank dann quasi hinzahlt.
Und dann gibt es gleich bei einer Bank natürlich auch so ein, wo das Geld für andere Banken dann hingeht. Und in dem Fall ist es nicht genauso, funktioniert es nicht genauso in Wirklichkeit, aber das ist jetzt halt, das ist jetzt, um das Konzept einzuführen. Und diese Konten spiegeln sich immer. Und da sieht man halt den Bank von der das Konto der oberen Bank und das Konto der unteren Bank, und die spiegeln sich halt immer. Und was, wie man zum Beispiel sagen kann, ist, dass man immer so ein M-Dash davor macht. Und ja, diese gelinkten Accounts sind halt immer gespiegelt. Und wenn das nicht so ist, dann gibt es halt eine Diskrepanz, und das passiert manchmal auch in Wirklichkeit, und dann muss halt irgendjemand das beheben. Und wenn man halt ein neues Produkt machen will, dann muss man halt zum Beispiel belegen, ja, dass es irgendwie immer funktioniert. Und auch in Krisensituationen eben. Und so ist es nicht, so funktioniert das nicht wirklich. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die sind halt immer, wollen immer Risiko vermeiden. Und ja, warum sollten sie das machen? Okay, also wir wollen diese 500 Euro rüberschicken, irgendwohin. Also eine Möglichkeit, wie man das machen könnte, wäre, wenn man eine Bank, also eine andere Art von Bank benutzt. Eine, der alle vertrauen. Und das wäre dann sozusagen eine Zentralbank als Beispiel. Ich werde jetzt die Europäische Zentralbank hier führen. Das ist eine ETGC. Hier bewegen wir Zentralbankengeld. Und als Kunde sage ich, also zum Beispiel, man kann als normaler Kunde oder als Unternehmen bei einer Zentralbank kein Konto haben. Aber hier haben die beiden Banken einen Account bei der Zentralbank. Und jetzt können wir hier die Geschichte zum Laufen kriegen. Wir übertragen 500 Euro und übertragen das auf das Zentralbankkonto. Es gibt hier ein Payment von Alice zu Paul. Ich muss 500 Euro übertragen zur ING-Bank. Das ist das, was die ABN-Bank machen wird. Und dann sagt die Zentralbank zu ING, hey, bei euch kommt 500 Euro rein, es soll zu dem Account von Bob. Geht bitte sicher, dass es funktioniert. Diese grünen Nachrichten sind, diese grünen Pfeile sind Nachrichten zwischen den Banken. Und das ist der Punkt, an dem das SWIFT kommt. Ihr habt vielleicht von SWIFT in den Nachrichten gehört. SWIFT wurde von einer langen Zeit eingeführt, als wir noch nicht gearbeitet haben, so wie wir heute arbeiten. Aber für Bezahlungen haben sie zwei sehr wichtige Rollen. Die erste ist, dass sie eine Möglichkeit der Kommunikation bieten, ein Kommunikationsnetzwerk. Und heutzutage sind Teile davon über das Internet. Aber früher war das nicht der Fall. Und das sieht ein bisschen ungefähr so aus. Und ja, sie senden dann eine Nachricht zur EZB, und dafür braucht man halt eine Adresse, Bug-Identifikationscodes, und dafür haben diese BICs, die ihr vielleicht alle kennt von eurem Konto, und die haben eine bestimmte Struktur. Es gibt den Bankcode mit den ersten vier Ziffern. Dann haben wir zwei Ziffern fürs Land und zwei für den Ort, also für Amsterdam zum Beispiel. Dann sieht man oben die EZB, die auch ihren eigenen Code hat, und FF ist für Frankfurt. ABN AMRO schickt jetzt eine Nachricht über SWIFT an die ECB. Die ECB wird dies bestätigen. Und also anders als im Internet, wo wir so ein Best-Effort-Model haben, muss wirklich bestätigt werden, dass die Nachricht auch angekommen ist, sonst wird sie neu gesendet. Und SWIFT archiviert auch alle Nachrichten, also immer wenn es halt einen Konflikt gibt, dann kann SWIFT halt sagen, ja okay, hier, das wurde aber angenommen und wird bestätigt, und dann kann man halt darüber den Konflikt dann beheben.
Ein anderer Sinn von Swift ist, dass es halt so, dass es definiert, wie die Nachrichten jetzt aussehen. Also es gibt so Nachrichtendefinitionen, wie diese Swift-Nachrichten aussehen. Es gibt heute zwei verschiedene Typen, MT und NX. Und MT steht für Message Type, also Nachrichtentyp. Und da gibt es drei verschiedene Ziffern. Und dabei geht es nicht unbedingt um Kunden, aber es identifiziert halt, wer da was macht. Und dann MX. Und das steht dann für XML, also was man wohl braucht, wenn man in die Zukunft geht, mehr oder weniger. Und das ist auch ein ISO-Standard. Falls ihr irgendwie mit Banken kommuniziert, dann kennt ihr das vielleicht. Und diese werden auch zwischen den Banken benutzt. Ein paar Beispiele zum Beispiel, MT103. Ist ein Transfer für einen Kunden der Bank. Und wir haben dann zum Beispiel 5 Blöcke. Der interessanteste Block ist Block 4. Und das ist so ein bisschen was wie ein Key-Value-Pair oder Tag-Value-Pair, also Stichwort und ein Wert dazu. Und dann gibt es zum Beispiel das Datum und den Geldwert, der geschickt wird. Das ist dann das Geld, das wirklich zwischen den Banken transferiert wird. Ihr seht hier eine Differenz von ungefähr 20 Dollar. Das ist sozusagen sind die Kosten, die es hat. Aber lass uns nicht so tief da reingehen. Hier senden wir im Prinzip nur Geld von da nach da. Das ist im Prinzip alles, was es machen muss. Dann gibt es Block 5, der beinhaltet eine Authentifizierungsnachricht. Es ist also nicht so einfach, diese Nachrichten zu manipulieren. Okay, wenn wir jetzt zu XML gehen, haben wir neue Namen natürlich. Alles ist in einem kleineren Font. Aber für den Rest ist das hier ein Beispiel. Es gibt da oben einen Umschlag, wo drin steht, von wo nach wo es geht. Und dann gibt es einen Content, der sagt, also es ist ein XML-File mit Informationen drin. Das ist das Beispiel, das wir uns angeschaut haben. Aber es gibt auch ein Detail darüber. Ich habe schon davor darüber geredet, dass es das Zeit-Target-System gibt. Das steht für Real-Time-Settlement-System, also Echtzeit-Übertragung. Manche Menschen in Banken nennen es wirkliches Geld. Ich weiß nicht, was sie dann zu Geld sagen, das sie in meinem Deposit haben. Das ist Zentralbankgeld. Also die Transaktionen über dieses Target 2 sind sehr teuer und Banken machen dann 1000 oder 100.000 Transaktionen pro Sekunde und Target 2 kann das halt nicht leisten, wenn jetzt ganz Europa irgendwie das dauernd macht. Und die günstige Transaktion dabei ist für 12,5 Cent ungefähr. Und ich weiß aber, dass ich zum Beispiel 1 Euro schicken kann, ohne was zu bezahlen. Also irgendwie gibt es da noch andere Faktoren. Das sind die sogenannten Netbatches. Also wenn zwei Unternehmen untereinander Geld schicken wollen, dann machen die das so. Was ich euch jetzt aber zeigen möchte, ist das Übertragen von niedrigen Beträgen. Da unten sieht man die 4 größten Kundenbanken in Amerika. Und am Tag senden Menschen untereinander Geld. Also sie wollen mit irgendeiner App oder am Automaten Geld versenden. Also sagen wir, Alice ist bei ABN und ABN sendet ein Clearing aus. Das beinhaltet im Prinzip die Nachricht, da möchte jemand bezahlen. Und das ist dann ein EBA Step 2. Die sammeln diese ganzen Payments
und packt ihn halt auf den Haufen. Und dann in geregelten Abständen passiert ein Prozess. Das ist der Settlement Cycle. Jetzt haben wir von allen Banken die verschiedenen Listen der Bezahlungen, die stattfinden sollen. Und was wir jetzt machen können, ist das sozusagen untereinander ausrechnen. Sagen wir haben eine Menge von ABN AMRO zu ein paar von den anderen Banken, sagen wir mal 800.000 Euro. Und nach Reinkommen sind Bezahlungen für 1 Million Geld. Und das Ergebnis ist, dass ABN 200.000 Euro bekommen sollte. Also gibt es eine Transaktion in Target 2, die das Geld überträgt, so wie es halt dann am Ende für alle individuellen Beträge zusammengerechnet ist. Also EBA in diesem Fall organisiert das alles, sendet Informationen an alle Banken. Das sind die Sachen, die bei euch reinkommen. Jetzt weiß ING, dass Bob bezahlt wird, aber ING wird jetzt noch nicht Bob bezahlen. EBA sendet die Message an Target 2. Okay, also das ist es jetzt, wie ich das Geld verschieben möchte. Und Target 2 sendet dann an alle Banken die Information, hey, du bekommst Geld oder hey, du musst Geld abgeben. Und jetzt sieht ING, ich habe diese Transaktion gemacht, ich habe diese einkommenden Transaktionen und das passiert mit Target 2. Und Target 2 wird jetzt das alles ausrechnen und dann wird es feststellen, dass die Beträge auf beiden Seiten richtig sind. Und dann sagt es, okay, jetzt bin ich ziemlich sicher, dass das Geld alles da ist und jetzt werde ich Bob bezahlen. Also so sieht das ungefähr aus. Die Slides gehen auch auf die Website. Also ja, dann könnt ihr da nochmal in Ruhe drauf gucken. Es gibt noch eins, was ich vorstellen möchte. Bei ABN sieht man einen Suspense-Account, also ein Park-Account, mehr oder weniger. Und Banken benutzen dafür halt andere Namen für die gleichen Sachen teilweise, deswegen kann das auch ein bisschen verwirrt sein. So, wenn ich dann zum Beispiel 500 Euro zu Bob schicken möchte, dann wird es halt gut geschrieben, aber wir müssen es halt, es wird nicht sofort gut geschrieben, dann müssen wir es halt zwischendurch irgendwo hinmachen. Und dann kommt es in den Park-Account. Und ja, Alice kann dann darauf nicht mehr zugreifen, aber ABN AMRO weiß dann auch, sie kann damit irgendwie nichts mehr machen, weil es halt gebraucht wird. Und dann, wenn der Ausgleichs-Cycle, also der Settlement-Cycle quasi passiert, dann wird es halt von dem Park-Account zwischen Park-Account rausgeschickt und wird dann an die entsprechenden Banken oder die ECB oder wie auch immer weitergeschickt. So, jetzt komme ich schon zum letzten Teil, aber das ist auch der schwierige Teil. Also es dauert eine Weile. Wie sieht es jetzt nun bei einem internationalen System aus, also mit verschiedenen Währungen und zwischen außerhalb der EU? Also es gibt ja super viele Banken auf der ganzen Welt. Also man braucht quasi so ein Routing-Table, ähnlich wie im Internet. Und da, so sah das früher aus, der Bankenalmanach der Banken, wo halt alle Banken drinstehen und wie man sie erreicht. Also was ich euch jetzt zeigen werde, die habe ich mir ausgedacht. Die findet man natürlich wahrscheinlich nicht in echt. Aber ja, so kann man zum Beispiel sagen, ja, ABN AMRO hat eine US-Dollar-Beziehung zu Citibank oder eben mit einer anderen Bank. Und ja, früher musste man da halt in den Buch nachgucken und schauen, dass es halt auch ankommt in der richtigen Währung und so. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe Bob jetzt aus Europa verschoben nach Brasilien und jetzt hat er einen Account in brasilianischen Real in Brasilien. Und ABN AMRO hat aber immer noch das Konto in Euro. Und Alice möchte jetzt ihm Geld schicken von ihrem Euro-Account, von ihrem Euro-Konto. Und ja, sie will jetzt halt Dollar schicken nach Brasilien. Nun muss ABN AMRO erstmal entscheiden, wie viel Euro sie aus dem Konto von Alice entfernen.
Also es gibt halt einen Wechselkurs. Also was auch sein könnte, ist, dass ABN AMRO keine Dollar behandelt und dann bezahlen sie erst eine andere Bank und die dann die Umwandlung in einen Dollar vornimmt. Das ist schon mal relativ komplex, aber lasst uns da nicht zu tief hineingehen. Also 500 Euro werden vom Alice-Konto rausgenommen. Okay, was jetzt passiert ist, dass ABN AMRO deren Position in Euro erhöht. Sie holen sich sozusagen Euro, die gehören dann denen. Und gleichzeitig nehmen sie eine entsprechende Menge an Dollar aus ihrem Account raus. Sie sind sozusagen, sie verkaufen Dollar, um Euro zu bekommen. Aber diese Euro und US-Dollar müssen also irgendwo sein. Ihr seht nicht, wo die Euro sind in diesem Beispiel, aber vermutlich im Target-2-System in einem unterschiedlichen Account. Aber wir müssen den nicht mal anfassen, weil in Target-2 müssen wir ja nicht mal Dollar anfassen. Wir verkaufen die an ABN AMRO. ABN AMRO kann keinen Account bei der Zentralbank in der USA haben, denn sie haben keine Banking-Lizenz in der USA. Also müssen das Geld irgendwo anders speichern. Und in diesem Fall speichern sie das Geld einer kommerziellen Bank in der USA. Sagen wir zum Beispiel JP Morgan. Ich habe das mal noch gestern erfunden. Also JP Morgan hat einen Account im Namen von ABN AMRO. Wir müssen jetzt 600 Euro von da in die brasilianische Bank überweisen. Und wir müssen das machen, dass es wieder passt. Wir müssen es abgleichen. Es muss also alles schön angeordnet sein, damit es passt. Wir müssen also die Ausgabe von ABN AMRO machen für JP Morgan, dann muss es umgedreht werden, sodass ABN AMRO bezahlen muss und der andere bezahlen muss und es dann nach Brasilien geschickt wird, wo es dann wieder abgeglichen wird. So, dass is sold to Banco J. Sephora and both are Brazilian reals. And this happens by Bob actually, but it's all hidden in the process. So 2,000 Brazilian reals are debited from the position in the BRL position and credited to Bob. And now Bob has received the funds. Entfernt und Bob auf Bobs Konto hinzugefügt. Also es sieht jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber wenn ihr es genau anschauen wollt, sind die Slides online. Aber es gibt da noch ein paar interessante Sachen. Und bei ABN AMRO und eigentlich überall in Europa ist es halt überall standardisiert, überall quer durch Europa. In den USA und in Brasilien sind verschiedene andere Systeme da. Es gibt da einen manuellen Teil. Und wenn die Accountnummer falsch ist, könnte es sein, dass Geld von JP Morgan zu der brasilianischen Bank geht. Und die sehen, ich habe keine Ahnung, wie ich das hinpacken soll. Also geht eine Nachricht zurück. Also dann auch eine MT-Nachricht oder eine MX-Nachricht. Und die sagt dann, okay, ich habe keine Ahnung, wo das Geld hin soll. Und es geht dann zurück zu ABN AMRO. Und dann wird wieder ein Prozess gestartet und die Untersuchung beginnt. Und das kostet eine Menge für die Banken. Das ist der Grund, wieso internationale Bezahlungen teuer sind. Weil es eine Menge Fehler passieren, die müssen korrigiert werden. Und eine Bank kann entweder die Kunden das bezahlen lassen, die den Fehler machen, aber nicht immer kann man das machen. Aber man kann das nicht mal rausfinden, aber wir kennen die Menge an Fehlern. Wir haben ein Team, das kostet uns zu viel, lass es uns über alle unsere Kunden austeilen. Und lass uns sagen, Zahlen von um Geld von da nach da, von da nach da zu verschieben, kostet uns so und so viel und alle müssen diese viel bezahlen.
Und die normale Sache hier ist, dass ABN AMRO in der Euro-Zeitzone liegt. JP Morgan ist in einer anderen Zeitzone. Die Bank in Brasilien ist auch in einer anderen Zeitzone. Mehr bei JP Morgan, aber manchmal ist es deswegen so, dass wenn eine Nachricht von einer anderen Bank zu einer Bank geschickt wird, dann ist die Bank nicht auf. Und dann wartet die sozusagen bis es dort Tag wird und dann wird es erst verarbeitet. Das ist der Grund, wieso es teilweise länger dauert. Hier als Beispiel gibt es eine US-Bank in der Mitte zwischen einem EU-Client und einem brasilianischen Client. Und die US-Banken haben da sehr schwammige sehr enge Kontrollmechanismen. Die dürfen zum Beispiel keinen Terror finanzieren. Es ist ein Grund, wieso sie dann die Übertragung des Geldes verlangsamen müssen, weil sie erst überprüfen müssen, ob Bob ein guter Kunde ist oder nicht. Es gibt da eine Menge Sachen, die Verzögerungen reinbauen und Geldkosten in der Art und Weise, wie wir momentan das Bankenwesen betreiben. Das ist mein komplexestes Beispiel. Wenn ihr auch andere komplexe Beispiele sehen wollt, kommt nachher bei. Ich habe sie nicht dabei, aber ich kann sie euch dann später geben. Manchmal macht es Spaß, das sich anzuschauen. Ja, denkt nochmal dran. Banken wollen immer Risiko vermeiden, vor allem im Transaktionsdepartment, also bei den Bezahlungen zwischen Banken und Kunden. Vielen Dank. Thank you, Mark. Vielen Dank, Mark, für den Talk A World Without Blockchain, eine Welt ohne Blockchain. You're the first one. Take your chance. Thank you for your talk. My question is, why does ABN AMRO do the... Meine Frage ist, warum macht ABN AMRO diese... diesen Haken, also warum klinken die sich über eine amerikanische Bank ein? Ich denke nicht, dass die so klein sind als Bank und ich denke nicht, dass Brasilien so klein ist als Land. Also warum machen sie das nicht selbst und warum machen sie keinen Account in einer brasilianischen Bank auf und machen das mit denen, was sie mit JP Morgan machen, um den Dollar auszuweichen? Das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort ist, ich habe diese Verbindungen erfunden, um ein bisschen mehr in Ruhe zu gehen. Um diese Verbindung für eine Bank aufrechtzuerhalten, kostet es die Geld. Also kommt es sehr darauf an, wie viele Transaktionen eigentlich passieren, ob es sich für sie lohnt. Es kostet aus verschiedenen Gründen Geld. Einer der Gründe ist, sie mögen es nicht, Geld in anderen Banken zu lagern. Deswegen machen sie über das Jahr hinweg verschiedene Überprüfungen, um zu gucken, wie viel Geld haben wir, wie viel transferieren wir. Also müssen wir vielleicht Geld bei euch in der Bank reduzieren oder erhöhen. Da passiert eine ganze Menge. In der Vergangenheit gab es eine Menge mehr Verbindungen als heutzutage. Was man heute sieht, vor allem hier in Europa, ist, dass wir eine verbundene Region sind und die Banken versuchen, ihre Verbindungen untereinander zu verringern und konzentrieren deswegen in ein paar großen Banken sehr viel Geld. Dankeschön. Also ich habe mich gewundert, ob du halt weißt, wie das zum Beispiel bei anderen Assets, also Wertpapieren oder Gütern halt funktioniert, weil das ja auch für Blockchains benutzt werden kann. Nee, habe ich noch nicht. Und der Grund ist halt, die meisten Sachen, mit denen ich jetzt mit zu tun hatte mit Banken, waren halt Bezahlungen und Transfers, Geldtransfers. Und bei den anderen Werten oder Gütern weiß ich dann ein bisschen, wie es funktioniert, aber nicht so richtig. Andere Frage, wie funktioniert das mit Menschen, die Kreditkarten benutzen, bei denen die Bezahlungen doch eigentlich direkt sind? Das ist eine gute Frage. Also eigentlich ist die Bezahlung nicht direkt. Was direkt funktioniert, sozusagen das Versprechen, dass jemand bezahlt wird. Ich weiß eine Sache, es wird Cards genannt, es ist eine andere Abteilung und die funktioniert ganz anders. Ich habe gefragt, was sie machen. Was ich verstanden habe, ist, es gibt da einen Punkt, an dem noch immer
Beträge offen sind. Was ich noch nicht ganz beantwortet habe für mich selbst ist, wenn ich eine Kreditkarte bei ING habe und ich will jemanden in den USA bezahlen, was passiert, wenn ING bankrupt geht, bevor meine Bezahlung fertig ist? Okay, hier in weißen Hemd gibt es noch eine Frage. Warum benutzen die einfach die EZB, also die Europäische Zentralbank zum Beispiel, und die haben dann doch Verbindungen mit der amerikanischen Zentralbank und allem? Das ist auch eine gute Frage. Und generell, die EZB hat verschiedene Rollen in der Gesellschaft. Und eine Rolle davon ist Target 2 und die Aufsicht über die Euro, den Euroraum. Aber sie haben nichts mit US-Dollar zu tun, weil da, sie wollen ja auch damit nichts zu tun haben, weil sie dann noch quasi mehr Risiko hätten durch die anderen Währungen. Okay, this gentleman here. Wegen der Sicherheit von SWIFT-Transfers, da gab es kürzlich ein paar virtuelle Aufregungen in Bangladesch zum Beispiel. Könntest du darüber ein bisschen was erzählen, wie es tatsächlich funktioniert dort, was sie versuchen, das zu reparieren? Nur ein bisschen. He has NDAs to sign, you know, he's working in the financial sector. That's also true. But another thing, a lot of people don't. Eine Menge Leute wissen nicht alles. Also eigentlich weiß niemand alles in dem Sektor. Du musst also deinen Weg durch das Netzwerk suchen, um die Informationen zu bekommen, wenn du sie fürs Arbeiten brauchst. Wenn du sie brauchst, dann hast du den Grund, und sonst machst du es halt nur in deiner Freizeit. Was in Bangladesch passiert ist, ich bin mir nicht sicher. Über Sicherheit generell kann man sagen, dass so viel vom Message-Typ abhängt. Und was ich gefunden habe, ist, dass sie sehr interessante Entscheidungen haben, warum so viele Nachrichten gesendet waren. Aber manche Banken, zum Beispiel, wollen nur den. Sie wollen zum Beispiel nur einem halt mit einem Kunden zu tun haben. Und dann warten sie auf zwei verschiedene Nachrichten. Eine, die halt gefaked werden könnte und eine nicht. Und dann wissen sie, können mir aber nicht sagen, warum es dann so passiert wird, so gemacht wird oder nicht. Weil halt manche Nachrichten signiert sind und manche nicht. Ich weiß nicht, ob ich diesem Typ vertraue. Ich würde mir auch nicht vertrauen. Warum kann das internationale Währungssystem nicht mehr automatisiert sein, um die Kosten zu senken? Ja, das ist übrigens ein Grund, warum die Banken sich Blockchain anschauen, um das halt vielleicht zu senken, die Kosten zu senken, und sie schauen sich das halt an. Also hier gibt es eine Frage. Okay, du hast gesagt, dass der Transfer zwischen zwei Banken Zeit braucht, weil manchmal müsste man warten, bis da wieder Geschäftszeiten sind. Warum ist es nicht automatisiert, das Senden und das Zurücksenden der Nachrichten? Also es kommt teilweise auf die Banken an, die involviert sind in die Situation. Zum Beispiel ING möchte eine 24/7-Bank sein, aber die hängen von anderen Banken ab. Es gibt zum Beispiel Banken, die nicht so viel automatisiert haben. Also wenn eine von denen involviert ist, dann braucht sie einfach längere Zeit. Es gibt noch andere Zeit, also auch andere Gründe, warum es verzögert wird. Hier hinten eine Frage über deine persönlichen Erfahrungen. Warum sagen die Banken einfach, wir wollen Blockchain, wenn sie vielleicht einfach nur mehr internationale Standards wollen, und oder wollen sie vielleicht cool aussehen? Also ich kann nicht für alle Banken sprechen, warum sie was wollen. Was ich bisher so gesehen habe, ist, dass sie durchaus an den Technologien interessiert sind. Es gibt viel Hype in den Medien und überall. Und sie sagen dann halt, ja, das ist irgendwie wichtig, was ich auch sehr wichtig finde. Viele Milliarden von
von Milliarden wurden halt schon investiert und dann ist es halt so, dann muss es wohl wichtig sein und wir investieren noch ein bisschen mehr. Die meisten Banken, mit denen ich zu tun habe, versuchen wirklich die Technologie zu verstehen und ja, und sagen halt, ja, das passt jetzt nicht so richtig zu uns, aber ja, wir schauen, wie wir das machen. How can a bank like Revolut let their customers get money all over the world? Wie können Banken es schaffen, oder wie könnten es Banken schaffen, Geld, die heißt, eine neue Bank, die heißt Revolut, wie können die das schaffen, dass sie Geld von überall auf der Welt hin und her transferieren können, in allen Bezahlarten, kostenlos, wie können die das schaffen? Sehr wahrscheinlich bekommst du das umsonst, aber die Bank bezahlt dafür oder eben deren Investoren. Ja, das ist wahrscheinlich wahr. Zum Beispiel, in den Niederlanden gibt es ein Bezahlsystem, das heißt Ideal, und das wird für Internetbezahlung benutzt, aber vor kurzem fangen Banken an, sozusagen Links mit diesem System zu versenden, damit Banken damit bezahlen können. Aber die Banken müssen sich untereinander noch immer bezahlen. Aber sie bezahlen das für den Kunden, weil sie das Image oder die öffentlichkeitswirksame Aktion dafür haben wollen. Und stellt euch vor, es gibt auch manche ATM-Maschinen, wo man das Geld für kostenlos bekommt, aber die sind sehr teuer und das ist sehr aufwendig. Und das kostet viel Geld. Es ist also eher ein Kostenpunkt als ein Gewinngrund für Banken. Die meisten Banken machen da nicht wirkliches Geld, also nicht ihre Profite zumindest. Also die Banken stellen so die Sonnenschirme zur Verfügung, wenn die Sonne scheint und dann, wenn der erste Regen fällt, dann ist der Sonnenschirm weg. Das ist so meine Erfahrung. So, du hast so gesagt, es gibt hohe Kosten, wenn eine Transaktion schief geht und da frage ich mich so, mit modernen Kommunikationsprotokollen könnte das doch gelöst werden, indem man halt versucht vorherzusehen, was dann passiert. Und dass man halt weiß, was schief geht. Und ein großes Ding dabei ist auch Standardisierung einfach. Wenn jetzt halt wirklich, wenn jetzt alle, die zumindest den gleichen Standard sprechen, dann ist es einfach. Zum Beispiel in Europa, so mit SEPA und IBAN in Europa. Und vorher sah es aber ganz anders aus. Und dann war es auch viel komplizierter. Und das ist überhaupt, warum wir halt SEPA haben, um es halt zu standardisieren. Und dann gibt es halt dieses IBAN-System und dann gibt es auch andere Leute, die sich jetzt, andere Länder, die sich jetzt anschauen, IBAN zu benutzen, um halt die Interaktion und die Standardisierung einfacher zu machen. Sir, here at the right side, you have a question or you're just waiting for the bus? Okay. Die internationale Transfers, gibt es da ein Protokoll für irgendeinen Standardweg, wie das zwischen den Banken funktioniert, wo alle Banken folgen müssen? Kann ich eine Bank öffnen und sagen, nee, ich habe mein eigenes System? Irgendwo in China oder so sagt jetzt halt, nee, wir können das besser machen. Na, es wäre sehr interessant, das auszuprobieren. Aber die Standards. Das Wichtigste ist, dass zwei Banken, die miteinander eine Verbindung haben, auch einen Standard haben. Eine der netten Sachen ist, dass man Standardsoftware für Banken kaufen kann, wenn du eine eigene Bank machen möchtest. Also es gibt ein paar Protokolle, die implementiert worden sind. Zum Beispiel das, was bei SWIFT definiert wurde. Es ist also kein Standard wegen dem Gesetz, sondern es macht halt Sachen einfacher für die Banken. Du hattest die Erfahrung, dass du mir davon erzählt, ich soll eine Bitcoin-Bank machen. Warst es nicht du? Also wenn du mehr mit ihm reden möchtest, dann mach das nach dem Talk. Es gibt ja noch andere Fragen. Du hast viel über Irregularitäten der Geldtransfersysteme gesprochen und du hast dann gesagt, dass
manuelle Arbeit wirklich notwendig ist, um halt das zu beheben? Und weißt du was über die aktuelle, die wirkliche Arbeit, die da reingeht, über die Bankangestellten? Weißt du was davon? Also ich habe eigentlich keine Idee. Ich habe da nur ein Beispiel gesehen, wo die eine Bank zur anderen Bank eine Nachricht geschickt hat. Und dann war das irgendwie eine leere Nachricht, und dann haben sie halt danach eine Nachricht geschickt, ja, da bei dieser komischen Nachricht da war das und das der Fall. Ja, dann müssen die Banken sich wohl vertrauen. Also bei da müssen sich nicht vertrauen, aber prinzipiell, wenn es eine Beziehung zwischen zwei Banken gibt, muss man sich natürlich irgendwie vertrauen. Wenn jemand eine Nachricht sendest, hier geht was falsch, ist diese Nachricht meistens signiert, und immer was in dieser Nachricht ist, ist deswegen rechtlich bindend. Es gibt also aber übrigens auch noch eine unsignierte Nachricht, das wird aber dafür nicht benutzt. Deswegen musst du dann jedes Mal erst noch eine Beziehung zueinander aufbauen. Deswegen siehst du manchmal, dass die Nachricht in die andere Richtung zurückfliegt. Ich habe noch eine letzte Frage. Können wir vielleicht darüber reden, über das Drehtürprinzip zwischen den Banken und der Bitcoin-Industrie? Also wie es zum Beispiel in Amerika gerade passiert, zwischen den Banken, dem Finanzsektor und dann halt Bitcoin oder dem Regierungssektor. Das ist eine gute Frage, und ich kenne viele Leute, die in Banken gearbeitet haben oder da arbeiten und die jetzt sich für Bitcoin und Blockchain interessieren. Ich weiß jetzt nicht so viele Leute, die das anders machen, und ich weiß jetzt eigentlich niemanden, der halt diese Drehtürpolitik gemacht hat. Also das ist deine erste. Vielen